Den brennenden Baum, außer Peter, dem fehlt ein Meter. Auf seinem Penis, weil alle anderen haben so einen langen und trauen sich das. Ja. Markus ist es. Auf jeden Fall. Ja. Markus ist es. Quatsch. Microphone muted. Muss nicht gleich allen sagen. Ich sag aber an, Markus ist. Ja, bist du Hitler? Jo, jo, jo. Alles klar. Spiel vorbei. Im Spiel darf man das einfach nur hinstellen und fragen, bist du Hitler? Du musst ja, genau. Das ist der Joker. Oh, das war spannend. Oh, Konsti fängt an. Oh, ich darf auch einmal anfangen. Ist doch scheiße. Mit Welt verschoben. Yay! Hä? Gib, 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 gib! Ah! Inkompetent! Ja, Konsti, jetzt nehmen wir nochmal alles zum Guten. Ja. Ganesha? Ganesha? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ben Hitler ist? Ganesha ist mir da. Ganesha, machen wir. Nehmen wir schon auf? Ganesha? Ja, habe ich schon, aber es ist noch keine Anmod. Okay. Hallo! Hallo zu Super Hitler. So, weiter geht's. Ja, hallo, hallo. Wegschauen, wegschauen, wer wissen will, wer nicht wissen will, wer wer ist. In 3, 2, 1. Oder Video pausieren. So, und ihr könnt's wieder her schauen. Video pausieren. Ja, wenn ihr nicht wisst, wie das geht, schon. Nein, die anderen können pausieren. Die können ja weiter schauen. Ist ja egal. Ich bin so verwirrt. Kann man es auch nicht. Markus? Ben? Ich. Wie? Ja. Ja! Immer ganz optimistische Runde. Okay, wow. Wäre schon mal positiv. Wow, einfach so random Nein gewählt will oder was? Sonst nehme ich immer einfach irgendeine Karte, das ist meistens Nein. Markus ist ja auch fit, ja. Na dann macht mal was Gutes. Ich muss hin. Konsti. Ich wollte gerade meine Dinger ordnen. Nein, dann will ich sie nicht. Nein? Oh. Ach, nein. Leg die doch nebeneinander und schön. Mhm. Boah, diese Physik, ey, ist so wundervoll. Ja, Physik war wundervoll. Vor allem in unserer Klasse, nicht? Ja, richtig geil. War super. Die liegen da schon die Zeit. Mein absolutes Lieblingsfach. Und bester Lehrer, oder? Lass mal das Sachen in Ruhe. Denn willst du die Politik hier wählen? Willst da gab's du doch immer Frau auf seine Glockenhosen, oder? Ja, ich bin's. Was? Grafett, lass mir eine Präsidentschaft. Ja, ich doch auch mal so eine mit Glockenhosen, oder? Ja, gegen ganz am Anfang der ersten oder so, oder? Ah, aber bitte aufhören, über irgendwelche Schulzeugs zu reden. Ja, genau. In ich hatte zwei Hosen. Ja, stimmt. Die haben alle ST. Okay, Ganesha, du müsstest übrigens ab jetzt, also vor. Ja, toll, danke, wundervoll. Sekunden Namen rauspiepen, ja, danke. Halt's Maul. Ich hatte übrigens echt? Zwei Hosen. Okay, ja, Konsti? Ja, zum Beispiel den Namen. Alter, haltet euren Schnabel. Was? Ach, lol, es liegt da runter. Dürft über sinnvolle Sachen reden, gerne. Zum Beispiel über diese wundervolle Sachen. Es gibt doch Tausende mit dem Namen. Hey, Ben. Colette oder was? Ja. Hattest du die Wahl? War nein, ich hatte zum dritten Mal schon zwei rote. Zum dritten Mal schon zwei rote, ist ja krass. Okay. Konsti. Ich hab's gerade gesagt, ich hatte drei rote. Er hatte drei rote. Dann hör mir zu. Ich kann's grooven, er hatte drei rote. Geil, Tobi. Ja. Total. Also, dass sich die gegenseitig die ganze Zeit hier. Ja, sind wir mal dagegen, David. Also, ich hätte früher. Ja. Okay. Hey, warum jetzt? Das finde ich jetzt nicht okay. Ihr Markus. Zwei seid mir immer suspekt. Fick dich gar nicht. Okay, fick Markus, dich. Warum? Was habe ich denn jetzt damit zu tun? David, du hast mich verraten. Ja, die Karte was soll denn das Berliner jetzt? Berliner machen nicht auf Best Friends. Berliner machen nicht ist auf mir jetzt Best aufgefallen, Friends. Unter dem Ja und Nein steht ganz klein in Klammer Yes und No, wenn die das nicht schaffen. Echt? Mir ist das jetzt erst aufgefallen, dass das. Dass das nicht Englisch ist, oben, das große. Wow! Ja, weil die anderen sind alle. Markus, zeig her! Alter, klar, Michael. Ich hab drei rote gezogen. Markus, zeig her! Zum zweiten Mal, ja, ja. Ja, ja. Die Partykarte. Ich meine, das geht mir. Oder? Richtig. Was bin ich? Zähl mir meine Zukunft! Michael hat mich, glaube ich, in die Scheiße Markus geritten. Ist liberal. Okay, und verdammt. Das jetzt glaubt, ist zweifelhaft. Ich bin Präsident! Weiter. Also, es ist auf jeden Fall. Benny. Wir machen jetzt eine Blitzkrieg-Runde. Ist echt so.
Benny, los! Was man aber nochmal festhalten sollte, ist, dass auf jeden Fall hier Blaue weggekommen sind. Das ist ja wohl klar, bei einem von beiden. Ja. Also okay, ich hab mich geirrt, Markus ist nicht Hitler, Markus ist liberal. Was? Ben, hast du nicht Ja gewählt? Ja. Ausnahmsweise mal. Ah, sag mal. Sag mal, was? Mal eine Special Location, oder? Ja, aber Hitler ist. Ja, lass uns los. Ich war gerade vor 5 Minuten eine Pause, kannst nicht da gehen? Genau. Redet er gerade mit sich selbst? Ja. Und habe ich was verpasst? Habe ich mir auch gerade gedacht. Hä? Wem redet er gerade? Nicht beachten, sonst spricht er dich an. Dann schaut er dich an. Lächeln und winken, lächeln und winken. Das ist im Gehen falsch rum. Hä? Ja. Wow. Gut. Wundervoll. Gut. Ja, ich hab's verpasst. Er hat eine blaue umgedreht. Ja, leg mir die Rote. Und dann sag ich, ich hatte die Wahl nicht. Ja, genau. Leute, ich hatte die Wahl. Ja, krass. Ja, ich hab zwei Rote gehabt. Hm? Nix, Markus. Gib her, nee, Michael, dich nehme ich nicht. Du hast mir zwei Rote gegeben. Ja, finde ich nämlich auch. Bei den beiden ist auf jeden Fall eine blaue weggekommen. Übrigens, es sind ja zweimal drei Rote gezogen worden, oder? Lass fallen! Lass fallen! Ja, ja. Aber ich wollte erst Ben eigentlich auswählen lassen. Leute, es sind ja zweimal drei Rote gezogen worden. Und ich glaube, Markus hat jetzt auch eine Rote weggelegt. Das heißt, es ist sicherlich falsch. Also wer hat die zwei Roten legen müssen? Wer waren die zwei vorigen Präsidenten vor Markus? Okay. Ja, ich war kein Präsident, ich war Kanzler. Die Präsidenten waren Konsti und Michael. Ben musste okay. Doch auch legen, oder? Nee. Ja, ich musste legen, aber ich war kein Präsident bis jetzt. Also Präsident, ja, ich Präsident. Ich habe auch eine Rote bekommen. Und ich glaube Konsti. Ja. Ja, es geht nach der Reihe natürlich ich. Ja, okay, eine von beiden. Das ist ja doch richtig. Bei einem von euch sind auf jeden Fall rote blaue Karten weggekommen. Das in meinem Kopf waren wir gerade schon eine Runde durch. So, Ben, next. Achso, ja, natürlich. Okay, warte mal, Konsti ist es. Ah ja. Markus, warum hast du jetzt Language? Nur so aus Theorie. Aus Jux. Konsti ist Fascho. Konsti ist Fascho. Du bist ja, oder Fascho. Michael halt, ne? Wir singen den Fascho-Athik. Ein Hoch auf unseren Busfahrer. Ein Hoch auf unseren Busfahrer. Busführer, yeah. Der Busführer. Ich steh auch immer so vor Bus und da lang. Dala. Ich bin Busführer. Alles klar, David ist ein Bruder. Er hat eine blaue weggelegt, um ihm die Wahl lassen zu können. Rote Karten gezogen, du hast jetzt auch eine blaue weggelegt? Wieso auch? Na, im Sinne von die anderen. Ich habe eine blaue davon weggelegt, weil ich dir die Wahl lassen wollte. Ist noch mal blau weggekommen. Ja. Aber es ist ja auf jeden Fall, wäre eine blaue weggekommen. Nein, ich nehme mich ganz sicher nicht. Ich nehme jetzt Markus, damit ich herausfinde, was jetzt er ist. Bin ich mir auf jeden Fall sicher, Markus, dass David ein Bruder ist. Markus' Karte habe ich überprüft, er ist liberal. Ja, aber dir traue ich nicht. Markus ist aber liberal. Sick Bird von Ben. Was stört euch daran, dass ich diese Runde ehrlich spiele? Ja! Right back at ya. Right back at ya. Rackback-Edger. Ja. Mein Englisch ist perfekt, muss das Mikro gewiss werden. Lalalalala. Kansti ist es, Ganesha ist es. Warum bin ich es jetzt? Ich hab ja wohl hier am liberalsten mitgespielt. Warte. Ich mach nur die Calls. Das ist aber Schwachsinn. Ja, lass mal ausspielen. Mach's nicht zu spannend. Ja, bitte, mal nicht zu spannend. Ich muss Spannung aufbauen. Michael, also, nur um mal hinzuzufügen, ja? Du hast mir nicht die Wahl gelassen, weil ich zwei Rote von dir bekommen habe. Wenn ja, ich habe ja auch nie behauptet, dass du die Wahl hattest. Der Rote herkriegt. Ja, eben. Und ich habe jetzt gerade für eine blaue gesorgt. Ja. Und? Ja, warum sollte ich jetzt Fascho sein? Ich habe auch für die blaue gesorgt. Weil du ein echter Vollidiot sein müsstest, die blaue wegzudrücken. Ja, warum sollte ich dann ein Vollidiot sein? Das ist Schwachsinn. Also ich finde, du solltest nicht auf gar keinen Fall Michael nehmen. Du kannst mich wählen, ich bin Proof. Ey, warst du nicht? Ja, aber ich bin hier schon weitergegangen. Dobi will mich. Dobi will Ruffy. Du nimmst auf jeden Fall nicht Ruffy. Das ist Schwachsinn. Weil bei Ruffy oder bei Konsti eine blaue verschwunden ist.
Das ist ja nicht klar, einer von beiden ist Fascho. Das bedeutet, wir müssen beide rauslassen. Gib mir den Kanzlership. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ey, wir müssen... Warum nehmen wir es nicht David? Der hat auf jeden Fall schon für eine blaue gesorgt. Hat er nicht? Natürlich, ich habe ihm eine gegeben. Ich habe ihm die Wahl gelassen. Achso, ja gut. Das ja. Also du, Tobi, du nimmst entweder mich oder David. Ja, dann mich. Nimm mich. Kann er nicht zweimal den David nennen, Leben? Na, wirklich. Ist so gemein, so, als könnte er irgendwann mal zu seiner Meinung stehen, so, dann musst du doch... Ja. Sich in eine rote. Ja. Ich hatte drei rote. Ich habe drei rote bekommen. So, das glaube ich aufs Wort. Wieso, wenn, wenn schon so viele blaue weg waren, war es relativ wahrscheinlich, dass das. Nein, es ist das Deck nur gemischt worden. Es war ziemlich. Ja, eben, da ist es auch. Aber ich glaube, vom neuen Deck hat er nur eine Karte gezogen. Die kann doch durchaus sein. Da ist auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie rot war. Ich finde, es ist jetzt. Wer der neue Präsident ist. Es macht jetzt Sinn, Ben als Präsident zu nehmen. Das geht ja, weil das ist ja außerdingslich. Echt? Nein. Ja, aber ich habe doch previously elected. Nee, das ist außerordentlich. Genau. Deshalb ist es egal, wer das Schildchen hat. Deshalb darf jeder Präsident werden. Und Ben. Ben nimmt mich. Ben nimmt mich. Nein, du nimmst nicht Michael. Du nimmst jetzt entweder Tobi, David oder mich. Oder? Komm schon, Ben. Moment, müssen die Dinge nicht weitergehen eigentlich? Komm schon, Ben. Doch, das war eben, glaube ich, schon ein Fehler, den wir gemacht haben. Die müssen weitergehen jetzt noch eine diese Runde. Ja, ben, also ich bin mal... Kanzler. Ben, wenn du irgendwen anderes und als mich willst, bist du für mich Fascho. Nix so, da. Genau, also wenn man schon so anfängt, das ist ja wohl ziemlich verzweifelt. Tobi, bitte kurz aus deiner Box rausmoven. Ah, ja. Sorry. War schon. Also, wir müssen Konsti und Michael auf jeden Fall beide rauslassen, weil bei irgendeinem von den beiden blauer weggekommen ist. Ben will mich. Da ist Michael, das ist völliger Schwachsinn. Ihr beide müsst rausgelassen werden. Das ist einfach so. Alles klar, wir Michael, das ist Schwachsinn. Alles klar, willst mich, du Michael. Will mich. Also, Konsti und Tobi sind für mich gestorben. Ja, Ben will mich. Und, ich bin liberal. Du weißt Ben muss ich nicht erklären. Was hat der Markus bis jetzt gemacht? Der Tobi kann sowieso nicht sagen. Ich habe eine blaue gelegt, wo also du mir gegeben hast. Ah, stimmt, das hast du mir gegeben, stimmt. Und es nimmt jetzt Markus oder mich, aber auf gar keinen Fall Michael oder Konst. Im schlimmsten Fall, wenn du... Michael, halt deinen Schnabel, du bist Fascho. Wenn Hitler gewinnt, ist wieder Hitler. Nein, ich kann wieder Hitler sein. Ben will mich und wenn du schießt, das knallt Ganesha ab. Alter Michael, jetzt halt den Schnabel, du laberst so ein Bullshit, du hast keine Ahnung. Ich finde, Ganesha spielt diese Runde viel aggressiver, der muss Fascho sein. Was bin ich? Ich bin nur der Meinung, dass wir die beiden rauslassen, weil da auf jeden Fall ein Fascho drin ist. Komm schon, Ben. Also das ist ja wohl klar, dass wir die beiden rauslassen müssen. Das ist einfach schon immer so gewesen. Wenn du weißt, dass ich ein Safe Pick bin. Ja, den noch nie mehr vertraut. Warum sollten wir das diesmal anders machen? Wenn du weißt, dass ich weder Fascho noch Hitler bin. Ja, Michael, nix weiß er. Warum nehmen wir eigentlich nicht einfach Markus? Der hält sich komplett daraus. Michael meinte ja auch, Markus ist liberal, dann nimm Markus. Ja, Markus ist ja auch liberal. Alles klar, das lasse ich auf gar keinen Fall zustande. Wir haben schon immer gesagt, wir wissen, dass da eine rote, eine blaue irgendwo verschwunden ist. Ja, Michael. Markus, nein! Wenn du liberal bist, nimmst du auf jeden Fall nein. Ich liberal bin. Markus. Aber ja, wenn Hitler ist, würde das machen. Ja, aber er kann ja Hitler sein, genau. Ja, eben. Markus, also du musst nein wählen. Auf gar keinen Fall ja wählen. Ja, Markus will ja. Nein, 50%ig, das ist die Ja-Möglichkeit. Warte mal, stimmt. So, David, komm, wir haben es eben schon mal gut gemacht. Oh
Nein, jetzt, ich will doch nicht, Leute. Nimm auf keinen Fall Konsti. Wieso? Die kommen du nimmst nicht Ganesha. Wir weil lassen die beiden raus, Konsti und Michael. Die kommen nicht weiter, oder? Doch, klar. David. Ja, aber nein, die war außer... Stimmt, die kam nicht zustande und das war außer... David, nimm Markus. Ja, nimm Markus oder mich? Wer weiß? Ich war Tobi. Präsident und Kanzler. David, nimm Markus oder mich. Wer war Kanzler? Nicht Michael, das ist alles. Aber jetzt seid mal leise, es geht gerade drum, wer vorhin... Ich war Kanzler vorhin. Ja, ist schon. Dann kannst du es liegen lassen. Ja. Okay, passt. Jetzt könntest du drüber streiten. David, entweder mich oder Markus. Hallo. Na, das ist aber Schwachsinn. Ich sind auch noch zur Wahl. Ich habe gerade Nein gewählt, ich würde jetzt nicht nehmen. Also ich wähle Markus. Ist mir egal. Also, das Problem, was ich jetzt habe, ich könnte jetzt sogar Ben wählen, weil ich Nein, Ben auch nicht. Warum nicht Michael? Markus, was spricht gegen den Markus? Nein, ich glaube, Markus spricht gar nichts. Ich habe Markus geproved liberalisiert. Ja, stimmt, Markus ist ganz sicher liberal. Ist ja, aber wenn Michael das sagt, dann heißt das noch nicht, dass das auf jeden Fall so ist. Nee, aber ich habe ihn ja auch geprüft. Ja, aber Fakt... Ist safe ist, oder? Ja, Markus ist safe. Wenn er hätte das machen müssen, er hätte auf jeden Fall eine blaue Leben legen müssen, weil das sonst wäre dämlich. Also Fakt ist, Konsti oder Michael ist auf jeden Fall, einer von beiden ist auf jeden Fall falsch. Nimm Markus, oder? Ja, nimm Markus. Ich kann mir nicht vorstellen... Moment, wollen wir denn, dass David schießen darf? Ja, aber David, wann würdest du? David ist ein guter Schütze, doch, ja. Ja, okay, stimmt, David ist hier nochmal. David ist ein guter Schütze, alles klar. Okay, und du bist nicht Hitler, richtig? Ja, ja, ja. Ich hab dich nämlich als liberal konfirmiert. Ja, okay. Schön. Okay. Dann seid ihr jetzt entweder beide Fascho oder beide liberal. Nein, oder Markus ist liberal. Ich bin liberal. Also bevor ich jetzt gleich sterbe, weil ich weiß... Du wirst nicht sterben. Ich weiß, dass David ein Fascho ist, bevor ich jetzt gleich sterbe. Hä? Warum bin ich der Fascho? Sei mal kurz leise. Leg einfach her. Also, Konsti ist entweder Hitler oder Fascho. Ja, Ruffy Konsti und Ganesha. Und Markus ist ganz sicher liberal. Bei TGW bin ich mir nicht sicher, was Ganesha da ist. Wieso bist du dir... Es ist nur meine Meinung. Warum bist du dir so sicher, dass Michael liberal ist und die Wahrheit sagt? Warum? Yeah. Los, David. Töte ihn. Was spricht so viel für Michael? Du sollst jeder schießen, nur nicht Ben. Ich bin Markus auch nicht. Ja, töte entweder Konsti oder Ganesha. Ich hätte Bock, Dark Ruffin zu schießen. Töte Konsti oder Ganesha. David nur zustimmen. Wenn der so gegen mich shootet... Warte mal kurz, ganz kurz, nur zum Verständnis. Wie Ben so schnell Ruffy gewählt hat zum Kanzler, war da schon die dritte? Ja. Rote? Ja. So, David, Fakt ist ja auch, wenn deckt nein, Michael zu mir schießen. Wenn, ich überlege gerade, ob ich dich erschieße. Nee, nicht Ruffy erschießen, der ist doch so schon liberal. David, warum sollte Ben Michael so... so verteidigen. Nun, was soll denn das? Fakt ist, Michael ist entweder liberal oder Fascho, weil einer von Konsti... Wow. Jetzt hört mir doch mal zu, Konsti oder Michael ist auf jeden Fall Fascho, einer von beiden, ja? Fascho oder Hitler? Fascho. Aber ich glaube, das ist Hitler. Ja, okay, Hitler könnte Michael auch sein. Kann auch Hitler sein. Weil ja, eben. Und jetzt... Möglicherweise Markus auf seine Seite zu ziehen. Genau. Und Ben wollte ihn, wie die dritte Rote schon lag, so schnell wie möglich wählen. Und vor allem fängt Ben die ganze Zeit direkt an, Michael zu proven. Das minutenlang gesträubt überhaupt jemanden zu. Ja, und egal, was wir gesagt haben, sind dann einfach hingestellt. Ja, genau. Egal bei wem. Wir haben dann gesagt, ja, dann will Markus. Zack, lag's bei dir. Genau. Und vor allem, Ben proved auf jeden Fall die ganze Zeit Michael. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die drei auf jeden Fall zusammengehören. Und so wie die momentan spielen, sind die Fascho für mich. Ich glaube, Ben und Ruffy können zusammen. Nein. Also, doch, sie sind zusammen. Ja, im Fascho-Team, aber ich glaube... Ganesha oder Konsti? Und vor allem, Michael shootet die ganze Zeit gegen mich. Logisch nach Reflexion. Ja, ich denke die ganze Zeit logisch. Ja, eben, deshalb kann es entweder. Deshalb ist es entweder logisch. Ganesha oder Konsti. Warum? Was spricht denn da? Warum ich überhaupt? Warum bin ich damit reingeholt? Ja, also, ich weiß nicht, warum er Ganesha anschießen will. Es war doch die ganze Zeit nur von uns zwei in die Rede. Ja, also, Ganesha verstehe ich nicht. Konsti verstehe ich vollkommen. Ganesha oder Konsti?
Das ist vollkommen der Schwachsinn. Der Michael, der nennt ja noch nicht mal einen Grund, warum ich angeblich Fascho bin. Ist alles klar, fick dich, du Hurenwichser. Okay, ja. Also David ist auch Fascho. Ja, ich bin Fascho, ja. Damn. Scheiße. Ja, die Scheiße. Dinger werden weitergegeben, oder? Aber an wen jetzt? Das war ja die Spezialwahl gerade? Nein. Nee. Du warst Kanzler. Danke. So, jetzt ist die Frage. Das Bett ist Ben, oder? Scheiße, ich glaube, ich habe gerade einen Ben gekillt. Ich finde schon. Ey, was jetzt? Den Ben wählen. Ben ist mein bester Tipp. Ben sagt dann aber, er will nicht gewählt werden, oder? Doch, sicher will ich gewählt werden. Ich will die Frau legen. Was ist mit dem? Er hat die ganze Spiel wieder nichts gesagt. Aber das ist auch egal. Ja, ist egal. Aber hast du eine blaue gelegt bisher? Ich hab eine blaue geklickt, ja, Markus hat mir die blaue gegeben. Tobi. Also, ich hab irgendwem, glaube ich, die Wahl gelassen, ich weiß es gar nicht. Du warst ja Tobi, Tobi war ja schon mal Präsident. Tobi ja. war der Erste. Tobi hat David die Karten gegeben und David hat daraufhin rote geklickt. Ja, ich hab ihm die Wahl gelassen, ja, genau. Oder? Was? Oder? Nein! Tobi, du hast selber gesagt, du hattest drei rote. Oder drei rote? Ich weiß es nicht. Achso. Du hast mir nicht die Wahl gelassen, sonst hätte ich ja blau geklickt. Ich dachte, ich bin für eine blaue verantwortlich. Entschuldigung. Ja, ich hatte drei Rote. Entschuldige fürs Ausrasten. Jetzt haben wir damit. Aber ich dachte kurz, jemand verdächtigt mich. Oder soll ich ihn doch nehmen, Ben, oder ist doch Ben? Ben ist... Was auch immer. Crazy. Nehmen einfach. Dann sind alle zufrieden. Keine Ahnung. Miteinander. Nein, ich bin da nicht zufrieden. Oder du nimmst mich. Sollen wir doch Tobi. Warum sollte ich Hitler sein? Ich würde als Hitler nicht so spielen. Also Leute, wenn ich jetzt... Okay, David, wen würdest du jetzt nehmen? Mich, aber das geht nicht. Trotzdem geht's jetzt eher darum, dass du nicht Hitler willst. Moment, das Ding ist Ben, ja? Er hat Michael ziemlich... keinen Fascho und schlimmstenfalls nicht Hitler, ne? Ja, weil dann kannst du den Ruffin eigentlich wählen. Aber der nein, der ist tot! Entschuldigung! Ja. Also ich nehme die Wahl an. Also das Ding ist, du hast jetzt die Wahl zwischen Tobi, mir und David. Ben. Genau. Hero ist einfach da. Scheiße. Oh. Ja, was meinst du, David? Soll doch, ich was, na, wenn, nein, warte mal. Vielleicht doch ist Ben doch die bessere Wahl. Na, wobei, du hast doch noch TKW zu Hause. Was war das jetzt mit mir? Du bist leise. Du bist tot. Scheiße. Was meinst du? Ich bin eher für Ben. Mein Argument, weil er Michael dass Ben gewählt werden kann, jetzt wäre gewesen, dass er ja nicht Hitler sein kann, weil er unbedingt Ruffian wollte, aber der Ruffian ist ja nicht. Hitler. Das heißt, das geht irgendwie. Warum musstest du unbedingt einen Liberalen killen? Das war ja so wichtig. Für mich war. Ja, was der passiert ist, ganz ist klar passiert, Hitler. Aber jetzt müssen wir halt noch dafür überleben. Also, die Votes sind derzeit 3 gegen 3 für mich. Ja, zwischen dir und dem Tobi, soweit ich das mitbekommen habe. Ja. Nein, allgemein, Liberale. Und warum bin ich jetzt eigentlich raus? Ich bin. Du bist immer raus. Du bist nicht raus. Sollte wir TKW scheinbar schon. Also Ganesha hat das mir Ding die Wahl gelassen, die das kann ich sagen. Zurück, oder? Der Election Tracker. Mhm. Ja, genau. Ja, und zurück. Passt. Nur falls wir mal Nein wollen. wenn man Nein will, werde ich dann Präsident. Aber ja. Es wird trotzdem, dann wird er mir die Schilder immer weitergeben. Nein, das ist, David kannst du immer noch entnehmen. Ja. Und dich sowieso nicht. Das ja, ist schon einfach. Klar. Ja. Das Einzige ist, dass du mich da wählen könntest, aber das wollte ich sowieso halt nicht. Naja! Keine Ahnung. Also ich bin überfragt. Also. Ich würde es dem Ben geben. Ich glaube, also Ben shootet gegen mich. Nee, ich shoot gar nicht gegen dich. Ich hasse nur, dass du den Ruffy rausgehört hast. Ich bin Fascho. Ja, weil du den Ruffy rausgehört hast für mich. Warum warst du überhaupt so davon überzeugt, dass Michael liberal ist? Ja, weil Ruffy Pokémon anders gespielt hat in den anderen... Nein, pass auf! Nein, warum würdest du jetzt nicht David umbringen, wenn du glaubst, dass er Fascho ist? Wäre doch super, wenn er weg ist. Ja, weil er jetzt anders... Ich glaube, David kennt sich nicht aus und der Ruffy einfach nur so erschossen, weil er sich denkt. Aber du kennst ihn nicht aus, David. Ich war mir sicher, dass Ruffy
Hitler ist. Und ich lag falsch damit. Ja, genau. Ja. Also sind wir alle für Ben? Ja. Nein. Okay. Okay. Ich bin nicht für Ben, weil Ben ist gegen mich. Ich bin gar nicht okay. gegen dich. Sollen wir dann Tobi nehmen? Ich bin gegen deine Aktion. Aber wurscht. Ja, ja, aber du sagst doch, ich bin Fascho. Das heißt, will halt nein, wenn du denkst, ich bin Hitler oder so. Also ich... Ja, ich nein, bin dafür, dass du gar nicht nimmst. Nehmen, wenn wir dann sowieso alle. Ja, genau. Und es... Also die Wahl würde ich auf jeden Fall zustande kommen lassen. Ja. Weil ich nicht möchte, dass Marco schießen darf. Ja, dann können aha. wir ja eh David überstimmen sozusagen. Hä? Warum mich überstimmen? Ja, wenn David der Einzige ist, der nicht will, dass Ben Kanzler wird. Bin aber auch dagegen. Das ist aber trotzdem noch mehr. Ich bin dafür, dass, Ganesha, dass du Ganesha nimmst. Soll ich Ganesha nehmen? Nein, du nimmst nicht Ganesha. Du nimmst aber auch ja, nicht Ben, nicht weil ja, er auf der Wahl, auf der Seite ja, also, er hat halt Michael so verteilt. Warum eigentlich, warum willst du Markus nicht nehmen? Weil ich Markus kann. Nicht, nicht kann. Achso. Markus kann nicht genau. Ja, sonst würden wir es ja machen. Ja, weil er ist confirmed, danke. Ja, genau. Ich würde den Tobi jetzt nehmen, einfach weil er der Mittelweg ist zwischen den Sachen, damit wir weiterkommen. Es gibt danach kein Weiterkommen, wenn Tobi Hitler ist, Markus. Ja, aber bei jedem anderen auch. Das ist bei jedem anderen auch so. Außer bei Ben, weil Ben weiß ja selber, dass er nicht Hitler ist. Aber ich weiß auch, dass ich nicht Hitler bin und Tobi weiß bestimmt auch, dass er nicht Hitler ist. Aber ich kann nicht gewählt werden. Ich weiß auch, dass ich nicht Hitler bin. Ich auch, aber ich muss mitwählen. Nee, ich würde den Tobi nehmen, weil er Mittelweg ist. Aber... Kannst du niemand wählen und dann sind wir eh aufgewählt, oder nicht? Also ich bin nur dafür, dass du nicht Ben nimmst. Soll ich auf jeden einzelnen? Ich bin dafür, dass du nicht Ben nimmst. Ja, aber Tega will ich auch nicht. Na dann nimm halt Tobi. Ist mir auch wurscht. Sagen wir jetzt ja oder nein? Ja, jeder für sich wohl, wenn wir uns so nicht einigen können. Okay. Aber funktioniert das Wählen meistens? Was ist eigentlich... Achso, nee. Der Ben hat noch nicht. Nein, was ist eigentlich, wenn wir alle Nein gemacht hätten und dann hätten wir Markus gewählt? Geht das? Wieso erst dann Präsident und immer noch Previously Elected Chancellor? Wie willst du denn wählen, wenn keine Wahl zustande kommt? Ja, deswegen kommt, war auch die Frage, geht Markus das? Wählen? Nein, geht's nicht. Okay. Hitler? Aui. Ja. Ist ja episch! Ich hab sogar wirklich alle davon rausgecallt. Ciao, also Ruffy war für mich so innocent. David hat sich nicht rausgehend der Ding. David, du bist der größte Voll. Für mich war es. Danke, David! War so klar. David, ja. Das Beste, was uns. Ja, ist echt so. Verloren gesehen. Du bist das Beste, David, was du war so wie du müsstest dich sein, so aggressiv. Ich hab nie. Ich hab sofort gewusst, wer aller Fascho ist. Ich hab nie gewusst, wer Hitler ist. Aber wir haben den David noch. Ja, wir haben den David. Tobi, hätte ich echt nicht gedacht. Ich hab mich da plötzlich verstanden. Ganesha oder Konsti? Aber eins verstehe ich nicht. Hab ich mir gedacht, scheiße, jetzt ist. Ja! Nein, ich hab schon viel früher, wie Ruffy die ganze Zeit. TKW und mich und Ben dann auch und ich war so, ja, jetzt ist es aus, jetzt warten wir. Ich hab mit Absicht, wo die Liberalen fertig sind, weil wir nicht mehr gewählt werden. Einfach also ich hab auf jeden Fall versucht, dass auf jeden Fall dass klar ist, dass Michael und Konsti, also dass da ein Fascho bei ist und dass die beiden dadurch rausbleiben. Dadurch musste ich dann in Kauf nehmen, dass halt ich als Fascho alleine dafür sorgen musste, dass da entweder Rote kommen oder dass Tobi Kanzler wird. Und dann hatte ich das Glück, dass als Michael mich als Kanzler hatte, dass er dann drei Rote gezogen hatte. Das heißt, ich musste noch nicht mal lügen. Aber eins habe ich nicht verstanden. Warum, Michael, warum war es für dich so klar, dass Konsti und ich beide Faschos sind? Was habe ich gemacht, dass ich für dich als Fascho klar war? Du warst komplett anders. Also du warst später ab dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ja, überhaupt nicht Markus wählen, wo er sowieso gestanden ist, er previously elected, warst du sowieso für mich Fascho. Aber warum hast du nicht den Markus genommen? Ja, ich weil er previously elected. Später hat irgendeiner gesagt, ich glaube, das war schon bei Markus, hat glaube ich Ben gesagt, entweder ich oder Konsti müssen geflunkert haben, weil 2x3 rote Karten ist Bullshit. Und ich wusste halt, ich habe nicht geflunkert. Also es ist Konsti. Und weil du nie in Erwägung gezogen hast, dass es Konsti hätte sein können. Ich habe nur gesagt, man muss euch beide rauslassen. Sofort gegen mich geshootet. Nee, ich habe gesagt, ihr müsst beide rausgelassen werden. Das war halt in dem Fall, wo du gerade zur Wahl standest. Das musste ich halt machen. Und das hat dann auch geholfen dazu, dass David dann dich gekillt hat. Aber das war schon im Endeffekt habe ich nur gesagt, dass ihr beide rausgelassen. Yeah. Die Faschisten haben einfach Glück gehabt, dass David zu einfältig ist. Ja.
Ja, ich war mir halt sicher. Ja, du bist ja auch einfältig. Ja, danke, David. Ich habe so gedacht, am Anfang so, ja. Ich habe am Anfang gedacht, ja, David ist sicher jetzt zwar schießt, dann haben wir das gedacht, nee, der David hat sich sicher nur Scheiße eingeredet, ist formal manipuliert worden und hat den Falschen einfach killt. Ja, so. Ja, war ja klar dann, dass ich den Falschen killt habe. Eigentlich, ganz ehrlich, wir haben ihn kaum manipuliert, der hat das ganz von selber geschafft. Ja, genau. Er ist ganz von alleine da drauf gekommen. Darauf eingeschossen, dass Ben so sofort Doug Ruffin gekillt hat. Und ja, dass, hat er dass nicht Doug Ruffin nicht gekillt hat, dass er ihn sofort gewählt hat. Obwohl wir das haben wir aber auch. Ganz ehrlich, ich war Faschist und ich hab's trotzdem komisch gefunden. Ja, weil ja. für mich war Konst einfach, wie er sich verhalten hat und wegen der Ja, aber wir haben ja gesagt, nur Markus! Wir haben nicht gesagt, Sache, wegen der Sache, dass entweder Ruffy oder Konsti flunkert hat mit diesen drei Roten, war mir klar, dass Konsti es war, weil er sich vollkommen anders verhalten hat zu den anderen Runden. Ja, okay. Und Ruffy okay. hat sich auch anders ich verhalten zu den anderen. Kommt da, ja. Ja, okay. Ich wollte okay. Ja, das stimmt, nur. Das stimmt. Bei mir war es, ich habe einfach, wir haben gesagt, nimm Markus und in dem Moment hast du Doug Ruffin genommen oder ja. Michael. Und das war für mich irrsinnig fischig. Ich habe mich darauf eingeschossen und dann habe ich das so gedreht, dass Doug Ruffin Hitler ist und dadurch, dass er Markus confirmed hat, liberal, habe ich das so gesehen, dass er ihn auf seine Seite ziehen will oder sich halt selbst als liberal confirmen will. Und das... Kurz gesagt, hast du einfach gedacht, alle Liberalen werden Faschos und alle Faschos werden liberal. Nein, ich war mir, sonst war ich mir nirgends so sicher, ich war mir nur sicher. Ein liberal und du aber Hitler statt liberal. So hat's er gesehen. Ich hab mir über das andere noch gar nicht Gedanken gemacht. Ich hab gedacht, Ben ist Fascho, ja, und du Hitler. Aber und daraufhin habe ich geschossen. Weil vorige Runde war mein Gefühl richtig. Aber selbst wenn du dir sicher warst, dass ich der Fascho war Ben und er wäre die sicherere Wahl, auf jeden Fall der Markus gewesen, weil auch wir uns da alle, David und ich... Ja, aber ich wollte das Spiel schnell jetzt zu Ende, ist deswegen. Ich habe mir auch einfach gedacht, ich versuche diese Runde meine neue Taktik, ich spiele einfach übelst aggressiver, liberaler, gucke wie weit ich komme, wie man sieht, nicht sehr weit. Jetzt weißt du, wie meine liberalen Gruppen nicht funktionieren. Ja, du spielst aber nicht aggressiv. Ich will wieder Fascho werden. Ich war nur eine Runde Fascho, diese. Ich wäre bisher nur eine Runde liberal. Ja, wie wär's mit einer Runde Uno? Ja, ich glaube, wir beenden mal die Aufnahme, oder? Ja. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat's auch so gefallen wie mir. Bis zum nächsten Mal, ne? Eine Runde und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüdelü. Tschüdelü. Macht mir das alle nach. Tschüss. Ja, sicher, hat ja auch gut gepasst.